ein paar Minuten noch bis zum Abpfiff von dem unglaublich wichtigen Spiel heute Abend FC Zürich gegen den FC Vaduz. Bei mir jetzt unser neuer Cheftrainer, der Uli Forte. Uli, zum ersten Mal im letzten Grund als Trainer vom FC Zürich. Wie ist die Gefühlslage von dir, von der Mannschaft? Was ist so die Stimmung? Ja, es ist eine positive Anspannung, würde ich sagen. Wir wissen, was auf dem Spiel steht. Wir wissen, was wir brauchen. Und wir hoffen, dass wir heute eben so eine gute Leistung bringen, wie wir das in Sion gemacht haben. Das war sehr, sehr gut gewesen. Und das wollen wir wiederholen. Du hast Leistung gegen Sion angesprochen. Es war ein anderes Gesicht von der Mannschaft wie ein paar Tage vorher auswärts St. Gallen. Wie verändert ist die Mannschaft heute im Gegensatz zu Sion, rein spielertechnisch? Ja gut, Halanev kann leider nicht mitmachen, da er sich 5 Sekunden vor Abpfiff noch die gelb-rote Karte geholt hat. Für den kommt Leo Sanchez rein. Da haben wir einen Valaber-Ersatz, der wieder reinkommt nach seiner Sperre. Und sonst ändert sich eigentlich nicht viel vom System her. Was sind so die Gedanken, die der Spieler mit auf den Weg gegeben hat? Es ist nicht ein Abend wie jeden anderen. Der erste Gedanke muss sein, dass wir unseren Job erledigen heute. Und zwar unseren Job so gut wie möglich erledigen. Das heisst, einen Sieg holen hier daheim gegen Vaduz. Der erste Gedanke muss sein, dass wir aggressiv zur Sache gehen und sofort zeigen, wer da Chef auf dem Platz ist. Und dann natürlich hoffen, dass das Kügelchen für uns läuft. Das Kügelchen zu Lugano. Lugano spielt gegen St. Gallen. Heute ein bisschen anders im Stadion ist, dass der Totomat nicht rum ist, auch auf Wunsch von dir. Warum? Ja, weil ich will nicht, dass die Spieler alle, wenn irgendeine Meldung kommt, aufschauen und sehen, was passiert jetzt. Sie müssen sich auf ihre Leistung konzentrieren. Wir müssen uns auf unsere Leistung konzentrieren. Wenn die gut ist, dann wird es am Schluss lange, bin ich überzeugt. Das also das Wort von Uli Forte vor dem Spiel Zürich gegen Vaduz. Wir brauchen heute mehr Punkte, als Lugano gegen St. Gallen holt. Und wir hoffen, dass es klappt. Viel Spass heute Abend.